Nach dem Anreisefiasko bei Bauer sucht Frau international musste Ulrikes Hofmann Heiko die komplette Hofwoche ohne Koffer überstehen. Doch nun könnte Ulrike herausgefunden haben, was wirklich mit dem Gepäckstück passiert ist. Bauer sucht Frau international. Heiko musste die ganze Hofwoche ohne Koffer auskommen. Für Bauer sucht Frau international Hofmann Heiko, 56, ging bei der Anreise nach Brasilien so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Und so reiste der Allgäu lediglich mit Handgepäck, aber ohne Koffer bei seiner Ulrike im südamerikanischen Dschungel an. Während der Hofwoche wurde es schnell zum Running Gag, dass der 56-jährige Ulrikes T-Shirts trug. Der Signature-Partner-Look der beiden, ausgewaschene, locker sitzende XL-T-Shirts mit Tierprint. Wahlweise mit Wolf, Heiko oder Esel, Ulrike. Wie Heiko in seinen eigenen Klamotten aussieht, das erfuhren wir erst vor kurzem dank Instagram, ein ziemlich ungewohnter Anblick. Nun gibt es aber noch in einem weiteren Punkt Aufklärung. Ulrike zeigt einen Clip, wie Heikos Koffer verschwunden sein könnte. Lustiger Clip. Ging Heikos Koffer hier verloren? Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie scherzhaft ein Video, in dem ein Koffer einsam, allein und ziemlich rasant über das Rollfeld eines Flughafens gleitet. Dazu die passende Musikunterlegung. Bye 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 von NSYNC. Die User sind begeistert von dem Video. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, schreibt eine Nutzerin, während Bauer sucht Frau Staffelkollegin Julia meint, ah, ich habe mich fast verschluckt vor Lachen. Marisol hingegen interessiert sich für die tatsächlichen Fakten. Ist er denn je wieder aufgetaucht? Fragt sie, woraufhin Ulrike antwortet, ja, pünktlich zur Rückreise konnte er den Koffer auf dem Flughafen São Paulo wieder in Empfang nehmen.